Jai Shri Shri Guru Gauranga. Liebe Freunde, nach langer Zeit mal wieder ein kleines Video von mir. Diesmal zum Thema Mondfinsternis, Sonnenfinsternis. So, das sind jetzt hier Zitate aus den vedischen Schriften, spontan übersetzt aus dem Englischen. Vergebt mir also mein schlechtes, holpriges Deutsch. Nachdem die höchste Persönlichkeit Gottes vom Sonnen- und Mondhalbgöttern über den Angriff Rahus gehört hatte, nahm diese höchste Persönlichkeit Gottes seine Feuerscheibenwaffe, auch bekannt als Sudarshan Chakra, um Sonne und Mond zu beschützen. Es ist der hingebungsvollste Devoti oder Geweihte des Herrn, der vom Herrn sehr geschätzt wird, diese Waffe, diese Feuerscheibe. Und diese große Hitze, seine Ausstrahlung, ist dazu da, um die Nicht-Gottgeweihten zu töten. Ja, das ist die hingegebenen Seelen zu beschützen. Und es ist für Rahu, also diesen Dämon, nicht auszuhalten, diese Hitze. Und deshalb flüchtet er aus Angst. Und während der Zeit, wenn Rahu, also Sonne und Mond, stört, diese Zeit wird bekannt oder ist bekannt als eine Finsternis. Das ist aus dem Bhagavatam, Srimad Bhagavatam 5.24.3, das Bhagavat Purana. Weiter wird erklärt, die vedischen Astronomen wussten schon vor mehr als 5000 Jahren genau diese Finsternisse vorauszusagen, vom Mond und von der Sonne, so wie es auch die modernen Wissenschaftler können. Aber das Wissen der alten Astronomen ging viel weiter als der heutigen. Und sie verstanden auch die karmischen Einflüsse solcher Ereignisse. Sonnen- und Mondfinsternisse sind generell sehr unglücksverheißend, mit besonderen Ausnahmen. Doch genauso wie normalerweise der Ekadashi-Tag sehr unglücksverheißend ist, wird er glücksverheißend, wenn man diese Energie nutzt, um die höchste Persönlichkeit, Hari, oder die höchste Persönlichkeit Gottes, zu verehren oder zu lobpreisen. Und genauso ist diese Zeit einer Finsternis auch förderlich für das Fasten und Verehrung und Meditation. Dann kommen wir zu einem weiteren Zitat aus dem Chaitanya Charitamrita. Adi Lila Text 92. Etajani Rahu Kaila Chandrera Grahana Krishna Krishna Hari Name Base Tribhuvana. Sie verstanden, dass Rahu, der schwarze Planet, den Vollmond überschattete und sofort fingen alle an und chanteten Krishna, Krishna, Hari. Und dieses Chanten erfüllte die drei Welten. Das heißt, die oberen Planetensysteme, das mittlere Planetensystem und das untere Planetensystem. In der Erläuterung von Swami Prabhupada wird erklärt, nach der vedischen Astrologie, dem Jyotirveda, schiebt sich der Rahu-Planet vor den Vollmond und deshalb gibt es eine Mondfinsternis. Es ist üblich, dass in Indien alle Nachfolger der vedischen Schriften im Gangesfluss baden oder im Meer, sobald eine Mond- oder Sonnenfinsternis stattfindet. Alle strikten Folger der vedischen Religion stehen im Wasser während der ganzen Zeit dieser Finsternis und chanten den Hare Krishna Mahamantra. Und zu der Zeit der Geburt von Chaitanya Mahaprabhu ist eben auch solche eine Mondfinsternis passiert.
Und deswegen haben alle Leute im Wasser der Ganga gestanden und Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare gechantet. Sri Krishna Chaitanya hat sein glückspfeifendes Erscheinen in dieser Welt am 23. Tag des Phalgun-Monats, der korrespondiert mit dem 18. Februar 1486, gefeiert. Er wurde geboren am Abend mit dem Emporsteigen des Vollmondes, welcher dann eine Finsternis erfahren hat. Es ist die Tradition der Hindus, eben im Ganges zu baden und anderen heiligen Flüssen und die vedischen Mantras zu rezitieren, um sich zu reinigen von den negativen Einflüssen. Deshalb, als Chaitanya geboren wurde, gab es im gesamten Indien ein großes Emporsteigen, das Chanten der heiligen Namen. Die Natur hat mit eingestimmt und die Götter haben dem Mond von Nadia, also dieser Form von Krishna, Chaitanya, ihre Ehrerbietung dargebracht. Diese Scheibe des Mondes, die ja befleckt ist, hat ihr Antlitz verborgen unter dem Vorwand einer Finsternis. Da an diesem Moment der perfekte Mond erschienen ist, nämlich die höchste Persönlichkeit Gottes, vollkommen frei von allen Flecken. Und in diesem gesegneten Moment ist eben dieses wunderbare, höchst einzigartige, wunderhübsche Baby erschienen. Und der höchst glückverheißende Einfluss all die förderlichen Konstellationen wurden auf dieses Kind übertragen. Also auch ganz besondere astrologische Konstellationen. Und alle Arten seltsamer himmlischer Lebewesen haben sich lang ausgestreckt auf der Erde, um ihre Ehrerbietung darzubringen, um dieses Kind zu verehren. Oder sie haben wild getanzt in Ekstase und gechantet Haribol, Haribol, Haribol. Ja, das ist jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung gewesen von ein paar Zitaten aus den vedischen Überlieferungen, die uns einen Hinweis geben, wie können wir am besten mit solchen Mond- oder Sonnenfinsternissen umgehen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Jai Gornitai, Jai Shri Radhe.